Gibt es ja Parallelen hier zur blutroten Front und dieser Waffe? Mit dem MBOC? Jago-Lobby. Ich meine, das sind halt einige Akteure, die jetzt ja genau da auf die Bühne treten. Ne? Also das, was mir aufgefallen ist, folgendes, als wir uns mit der Renaissance beschäftigt haben und ein bisschen nachgeforscht haben, haben wir auf jeden Fall gesehen, dass die Sicherheitsabteilung auf der Renaissance von der Tiago-Lobby ausschließlich von der BRF gestellt wird. Das heißt also, die Onboard-Security und der Begleitschutz, der ist reine blutrote Front. Das ist eine ziemlich interessante Entwicklung, auf jeden Fall. Ja, sämtliche Sperrzonen auf Clio, wo vielleicht ja auch Forschung von Professor Bobby stattgefunden hat. Dort hatte McMarshall wohl nachgeforscht, um zu versuchen, in diese Sperrzone reinzukommen. Das MBOC hat vor Ort im Microtech viele Kompetenzen der Microtech Protection Force entnommen. Beziehungsweise, ich meine, das MBOC gehört ja zur Protection Force. Es ist eine eigene geschlossene Abteilung, die Kompetenzen abgenommen haben und dem Rest der Protection Force ebenfalls verwehrt, dort reinzugehen. Und was wir beobachten konnten, ist, dass vor allem aber trotzdem viele blutrote Frontkräfte dort eingedrungen, die sind dorthin verbracht worden von dem MBOC selbst. Die scheinen sich auf jeden Fall zu verstehen. Zudem ist der Hauptsitz der Tiago-Lobby im Microtech, also es scheint irgendwie alles wieder Licht auf Microtech zu werfen, was mich immer und immer wieder beunruhigt. Okay, was versprichst du dir davon, dass du auf dem Schiff eindringst? Ich möchte interne Strukturen zwischen der Tiago-Lobby und der Blutroten Front erkennen, um zu wissen, wie ernst die Finanzierung und die Lage selbst wirklich auch für uns kleine PMCs ist, meinerseits. Und andererseits habe ich mit den Yellowhands auch besprochen, dass wir versuchen, ihnen diesen Iris zu überlassen, sofern wir halt auch unsere Informationen bekommen haben, die wir bekommen wollen. Ich habe noch andere Sachen, die ich auf jeden Fall schicken wollte. Die konnte ich dir nur nicht über die Long Range übermitteln lassen. Deswegen habe ich sie hier auf einen Datensatz. Die werde ich dir gleich einmal zukommen lassen. Das ist nicht lange her. Das ist 2 Tage her. Da sollten wir eine Triangulation durchführen, einen Datenabfang zwischen einem vermuteten Datenverkehr an Mr. Iris von der Tiago-Lobby. Und wir haben stattdessen aber was anderes abgefangen, das gezielt an uns gerichtet ist. Und das ist genauso merkwürdig wie damals am 6. Februar um Korea. Mit diesen seltsamen Hinweisen. Ich bin mir nicht sicher, es kann gut sein, dass ihr wahrscheinlich auch was bekommen habt. So hat sich das jedenfalls in den Sachen danach angehört. Aber das, was ich dir jetzt schicke, das hat uns nach Gundo geschickt, also nach CHG, Kovalex ab Gundo. Wenn du dich erinnerst, dort gab es ja damals mit euch die Schadensbegutachtung bezüglich des Verlustes von den Chips. Ja, genau. Genau. Und in den Daten, die wir bekommen haben, hieß es auch, oder wurde CHG als Ort betitelt, wo alles begann. Und jetzt werde ich dir die Daten einmal auf dem Stick übertragen. Ja, alles klar. Es war eine... Für uns war das wie eine Art Schnitzeljagd. Wichtig ist letztendlich aber nur, sind nur die letzten 2 Dateien. Das ist der Output von der ganzen Reise, die wir da auf uns genommen haben an dem Tag. Das ist einmal ein Tagebuchauszug mit einer angehängten Audiodatei. Diese letzten beiden Dateien. Und in der letzten Datei ist die Rede, beziehungsweise kann man zwischen den Zeilen etwas raushören. Vielleicht hörst du das auch. Ich werde einmal hier das System neu und überholen. Okay, also... Das klingt also auf jeden Fall nach einer Entwicklung, da sollten wir die Augen drauf also offen halten. Jetzt ist es aber so, was mich immer noch beunruhigt, und das war auch das, was ich jetzt quasi aus dieser Karriereaktion da rausgezogen habe, ist dieses Gerücht mit der Waffe. Also ich meine, das ist jetzt ein halbes Jahr her so, ne? Da hat sich jetzt vielleicht, also auf ja gut, ich meine, gibt es da Weiterentwicklungen? Hat da irgendwas stattgefunden? Ich glaube nicht, oder? Nein, rein gar nichts. Ich meine, im Grunde genommen, wenn die diese blutrote Front, wenn die mit der Tiago-Lobby zusammenhängen, und ich höre jetzt einfach mal daraus, dass es einer der größten, ich sag jetzt mal, Privatinvestoren hier im Sektor ist, also zumindest was unter der Oberfläche liegt, dann könnte das hier auf jeden Fall für, ja, ich sag mal, für einen Machtwechsel sorgen, so, ne? Gut, jetzt ist wieder die Frage, würde die UEI sowas zulassen, wenn die geschmiert sind? Ja, gut, keine Ahnung. Ist jetzt schwer zu beurteilen. Aber Fakt ist, ich glaube, es wäre schon wichtig herauszufinden, was mit dieser Waffe ist. Und wir hatten damals den Ansatz gehabt, dass wir auf Clio, also mal eine Analyse
oder beziehungsweise an Daten rankommen, ne? Wo da welcher Stromverbrauch in welchen Anlagen ist, dass wir versuchen, also herauszufinden, ob das da irgendwo ein Labor gibt, ne? Also was da quasi verdeckt unterhalten wird. Genau. Wir sind ja gerade unter uns, ne? Und der Ort ist auch relativ gut abgeschirmt. Wenn du dich erinnerst, wir hatten uns mal auf Microtech getroffen und dann hatten wir über die Black Data gesprochen. Und in der Black Data war die Rede von den sogenannten Warps. Genau, richtig, genau. Ja. Von denen du mir auch erzählt hast, dass das sich um die Vandal Corpses handelt, also um Vandul-Leichen. Ja, genau. Diese ganze Black Data und Xeda Tormento, der liegt übrigens immer noch im Koma. Das Ganze fand ich so merkwürdig, was ich persönlich vermute, und das ist nur meine persönliche Vermutung, ich habe noch nicht den richtigen Ansatz, um das auch zu bestätigen und zu unterstreichen. Ich habe das Gefühl, dass diese Warps oder dass irgendwelche Forschungen an diesen Warps stattgefunden haben, um diese Waffe zu produzieren. Ja. Ja, das klingt nahe, also liegt nahe, ne? Wenn du Leichen, okay, werden dann irgendwie seziert und vielleicht werden da irgendwelche Partikel oder irgendwelche, ich sag mal, Proben entnommen, vielleicht haben die irgendwelche Drüsen, die Giftstoffe produzieren oder sowas, ja. Wer weiß das schon, ne? Ja. Also ich meine, okay, also das Ding ist halt einfach, wenn das in die falschen Hände gerät, also wenn das in die Hände der blutroten Front gerät, dann können wir das hier vergessen. Ja, also dann können wir hier die Zelte abbrechen und wenn wir überhaupt noch aus dem System rauskommen, wer weiß, was hier stattfindet, so, ne? Also für mich ist das ein bisschen, ja, ich sag mal so, ne? Ich würde gerne ein bisschen mehr herausfinden darüber. Hast du irgendwelche Connections, hast du da irgendwelche Ideen, wie man da Zugang zu diesen Protokollen kriegen könnte? Diesen Energieprotokollen? Ich denke mal, die werden zentral vom MBOC auf Clio irgendwo gelagert. Man könnte versuchen, die dort zu holen irgendwie, also die Daten zu extrahieren. Die Frage ist, wie wir das machen. Man könnte es unentdeckt, also man könnte es quasi unbemerkt machen, ohne dass wirklich jemand davon erfährt, dass wir die Daten extrahieren. Oder wir nehmen sie uns einfach. MBOC, du hast doch da hier einen Vertrauensmann, oder nicht? Genau. Den Sam McMarshall. Aber der McMarshall, der hat keine Einsicht in die Unterlagen der MBOC allgemein. Die verdrängen ihn ja auch immer weiter von seinem Posten oder die Microtech Protection Force sowieso. Ja, und wenn wir hier das Com-Array hacken? Das wäre eine Möglichkeit. Clio hat doch eins bestimmt, oder? Clio müsste, ich schaue mal in der Starmap nach, aber Clio müsste auf jeden Fall ein Com-Array haben, ja. Ich meine, die sind abgeschirmt darüber. So, das ist einer der Doppelmonde. Die sind relativ nah beieinander, Euterpe und Clio. Aber ja, genau. Es gibt nur ein Com-Array und das ist der ST459. Ja, da sollte man doch bestimmt was finden. Also ich meine, das wird auch aufgezeichnet. Und selbst wenn der keine Geodaten in dem Sinne hat oder irgendwelche Besonderheiten da feststellen kann. Ich meine, du siehst ja auch Flugrouten oder Schiffe, die da ankommen und die den Raum wieder verlassen. Also wir sollten auf jeden Fall fündig werden. Ja. Ich meine, das sind eigentlich alles mehr oder weniger verlassene Außenstationen. So, die wenigsten sind davon in Betrieb. Ich sag mal, die meisten sind automatisiert. Also wenn da irgendwo einem viel Bewegung ist, dann sollte man sich das auf jeden Fall genauer anschauen. Ja, das stimmt. Ich meine, wir können davon ausgehen, dass das MBOC trotzdem die Kompetenzen innerhalb von Microtech besitzt, Dinge als Nicht-Existenz darzustellen, ne? Was ist mit der Schubeln? Haben die nicht auch irgendwo... Gut, das ist aber ein anderer Bereich, ne? Da geht es jetzt um die Zusammenarbeit mit der Tiago-Lobby, ne? Ich stelle mir halt die Frage, welches Interesse die Tiago-Lobby letztendlich wirklich in Bezug auf... vielleicht sogar mit der blutroten Front und Enos selbst an Shubin hat und was Shubin denen geben kann, um irgendetwas zu beschleunigen. Naja, also ich sag mal, ich war, das wusstest du vielleicht gar nicht, aber ich war, bevor ich den Helderwahn beigetreten bin, war ich im Nachrichtendienst der UEI und da hätte man jetzt einfach gesagt, am besten fragen wir einfach mal ganz freundlich. Ja, das stimmt. Tja, also mein lieber Kjell, das ist halt auch die Frage an dich, ne? Wenn du jetzt quasi nur auf dieser Renaissance bist, um da zuzuhören und gucken, dass keiner guckt, so, mein, sicherlich kannst du da ein bisschen was an Informationen rausholen, aber... Also ich sag mal so, was wichtig wäre auf jeden Fall ist, erstmal herauszufinden, wer da ist.
ne, wer sich da überhaupt befindet, wer die Gäste sind, so, um die dann vielleicht mal später zu befragen. Das wäre doch mal eine Möglichkeit, oder? Ja, wir haben jetzt zwei Leute in die Tiago eingeschleust, beziehungsweise in der Renaissance-Besatzung, die arbeiten dort als Kellner. Ja. Und wir warten ab, was die für Informationen rüberbringen, bevor wir überhaupt darüber nachdenken, wirklich dort zu infiltrieren. Die Feier selbst ist auch noch ein bisschen hin. Bis dahin sammeln wir und schauen, ob das sich auch wirklich lohnt. Wann findet die Party statt? Meines Wissens nach findet die am Anfang vom Dezember statt. Also ein paar Monate haben wir noch. Na, okay. Genau. Haltet Augen auf bezüglich dem MBOC, gerade wenn ihr im Microtech unterwegs seid. Es wurden nach und nach Leute, die bei Korea damals verwickelt waren, am 6. Februar, derzeit schon befragt. Und zwar ungefragt befragt. Dieser Journalist, dieser Brubaker, der an Bord meines Schiffes wohl war, der wurde sogar tatsächlich ausgetrickst. Also die haben ihm gesagt, dass da wohl irgendwo ein Ferienresort gebaut werden soll auf Microtech. Und er soll seine Beurteilung abgeben, dass dorthin und die Leute von Snowflake Spirit haben sich nicht als Bauresortfirma herausgestellt, sondern tatsächlich als MBOC. Das heißt also, das MBOC bedient sich auch Mitteln, die für so eine Behörde eigentlich nicht üblich sind. Ja, Mann. Die Snowflakes, oder was hast du gesagt? Snowflake Spirit. Snowflake Spirit. Na, das passt doch, dass der Brubaker da reinläuft. Ja. Ja. Okay, wunderbar, alles klar. Anfang Dezember, sagst du. Genau. Ja, ich überlege gerade. Gut, ich meine, das sind so die beiden Baustellen, wa? Die wir hier haben. Also, ich sag mal, ob da überhaupt was dran ist mit der Waffe, ist auch interessant, ne? Also, das wäre auch mal interessant herauszufinden, ob das überhaupt, vielleicht ist es nur ein Gerücht alles, ne? Aber es wird ziemlich viel Wirbel darum gemacht. Also, können wir uns ja mal im Anschluss darüber nochmal unterhalten, wie wir das Ganze anstellen. Ich denke mal, das, was für uns Dezember, beide... Ja. Ja. Wenn du im Dezember auf dieser Party bist, also, ich sag mal so, Kjeld, vielleicht sollten wir als PMC im Stanton-System da einfach ein bisschen zusammenrücken. Denn das betrifft uns im gewissen Sinne ja beide. Ne? Also ich sag mal, grundsätzlich ist mir das immer egal so, also Machtgeschäfte gibt es immer, ob da jetzt der eine mehr oder also ob es da Konflikte gibt intern, gut, das kriegen wir meistens gar nicht mit so, aber ich sag mal, das betrifft die PMCs und würde uns hier der Lebensgrundlage hier entziehen. Außerdem würden wir uns, ja, wäre das wahrscheinlich eher so eine Friss- oder Stirb-Methode, ne? Entweder sind wir für die blutrote Front oder dagegen und dann wissen wir ja, was passiert. Ja, das klingt gut. Okay, Mando. Wir haben ja noch unsere verschlüsselte Verbindung. Ich würde die gerne einmal erneuern, sicherheitshalber. Ja, muss das dann. Heißt, ich habe hier einmal, warte mal, so, den könnt ihr auch nochmal durchschicken. Das ist ein kleiner Chip, wenn du den synchronisierst mit der MobiGlass, und zwar manuell, dann sollte die Verbindung auf jeden Fall abgeschirmt stehen. Den kannst du dabei haben. Den könnt ihr bei euch auch erstmal überprüfen, ob damit alles in Ordnung ist, aber sollte auf jeden Fall alles in Ordnung sein. Alles klar. Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Okay. Gut, dann lass uns mal in Verbindung bleiben. Ich halte mich auf dem Laufenden. Wenn du was im Dezember herausfindest, wäre ich auf jeden Fall sehr daran interessiert, mal zu erfahren, wer die Gäste sind. Genau. Achso, eine Frage habe ich noch. Jetzt hast du ab und zu auch andere PMCs mit ins Spiel gebracht. So. Wer ist denn da noch mit in dieser ganzen Nachforschung mit involviert? Bezüglich der Nachforschung wissen tatsächlich nur die Leute Bescheid, die bei Korea überhaupt mit dabei waren. Also die vom Grimhex-Gipfel damals, als wir uns in Grimhex getroffen haben. Ja. Das sind die einzigen Leute, die derzeit nachforschen. Also auch GBC und Yellow Hands und die alle gehören mit dazu, ja? GBC, ja, schon, aber die sind derzeit irgendwie gar nicht mehr am Arbeiten. Also die sind auf der faulen Haut. Sehr seltsame Gruppe. Okay, alles klar. Naja, gut, vielleicht haben die irgendwo einen spontanen Geldsegen und können sich zur Ruhe setzen. Sie verkaufen, glaube ich, irgendwas auf Port Olisar. Ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber ich meine, derzeit haben die sich sehr sesshaft gegeben. Ja. Gut, wir werden das mit dem Comrade mal angehen. Und dann, wie gesagt, lass uns einfach mal da ein bisschen zusammenrücken und Daten teilen. Wenn wir es herausfinden, dann
dann geben wir das auf jeden Fall nicht weiter. Alles klar. Und sagt Bescheid, wenn die blutrote Front auch zu euch kommt, ne? Ich glaube, das ist nur eine Frage der Zeit. Du, ich mal da so ein bisschen Lammblut an meine Außentür, weißt du, dann geht die vorüber. Sehr gut. Alles klar, Mann. Alles klar. Gut, Kerl, dann gehen wir mal raus hier und behalten wir das Ganze mal für uns. Ich bin deswegen extra auch alleine gekommen. Ja. Helm nicht vergessen. Perfekt. Mhm. Für dich geht's zurück nach Hirsten? Ja, vielleicht mache ich mal einen Abstecher einfach mal nach Clio, um mal zu gucken, was da Phase ist. Ich war da schon lange nicht mehr auf dem Mond gewesen. Mhm. Wir haben jetzt 84 Grad Celsius, die Temperatur ist auf jeden Fall gestiegen. Wie so ein kleiner Backofen. Ne? Auf jeden Fall ist das hier spezielles Plastik an der Waffe, das schmilzt nicht so schnell. Richtig gut. Alles klar, Mando. Dann werden wir voneinander hören. Gut, dann gute Reise. Ja, ich werde das Schiff in die Reparatur bringen und dann sehen wir uns bald wieder. Okay, bis dann. Bis dann, ciao.